Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen, ja, mehr oder weniger Cruising in the Balkans Event Video. Wir sind hier noch in Targumuresh, haben das Event abgeschlossen und fahren jetzt mit dem quasi im Extra, einfach mit dem Trailer nochmal ein bisschen umher und mit dem Truck, mit dem Paintjob. Und in. Ja, mit diesem Video in 4 Tagen geht's dann weiter mit dem. Wo geht's denn los mit dem Weihnachtsevent? Jetzt bin ich gerade noch am gucken, wo es heute hingeht. Ich würde sagen, wir fahren an Ketchup. Weil ich will mich ja eigentlich auch schon eher so in diesem Bereich aufhalten. Also so im Bereich von Slowenien bis runter nach Albanien, Nordmazedonien. Ich glaube, Warschau wird zwar auch gehen, aber wir fahren einfach mal Ketchup. Es ist halt auch zeitlich gesehen nicht mehr allzu früh. Deswegen, ne, würde ich sagen, Ketchup 16 Tonnen für 15.477 Euro nach Košice. Gut, ich habe eh nichts zum Zurücksetzen. Machen wir doch. Da geht es dann im Weihnachtsevent dann weiter mit einem. Ich glaube, Mercedes wird es besser werden. Die Umfrage läuft noch. Es sieht gerade recht eindeutig aus. Biege nach rechts ab. Fällt gerade auf. Es ist halt sogar wirklich der, der am. Ja. Wenigsten Sterne hat von den beiden. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Hier endet es. Und wir fahren von Fellow Cargo nach. Wo fahren wir hin? Nach Zelpa. Ich drehe mal eine Runde. Auf. Und dann fahren wir direkt neben dem Gabelstapler und laden Ketchup. Das war too much. Okay, ich merke schon, es ist eigentlich kein Gefühl, das mal aufnehmen. Dass ich schon so arge Probleme rückwärts fahren habe. Aber gut, ist halt wie es ist, dann muss ich durch. Ja, mehr schlecht als recht, aber beladen wir mal den LKW. Los. Und fahren dann los. Die 586 Kilometer nach Košice. Biege nach rechts ab. Schauen wir uns kurz an, bevor wir jetzt abbiegen den Weg. Über die A3 geht es dann rauf auf eine. Ah, kennen wir den Weg schon? Ne, können wir nicht. Dann geht es. Ja.
eine Grenze übertritt und dann geht's auch schon rüber nach College, ne? Dann wollen wir mal ab auf die Autobahn. Ist irgendwie? Hat der Reden und Delay oder täuscht es gerade noch ein bisschen? Also gefühlt war ich schon längst auf dem Gas und der hat noch geschlafen. Halten wir schon mal rechts. Tempomat an, noch auf 50. Immer geradeaus. Und dann geht's zumindest auf der Autobahn erstmal Richtung Grenze. Und fahren noch ein Stückchen durch Rumänien. Neun Stunden Fahrzeit. Gut, dass ich vorhin nochmal geschlafen habe. Dann 9,5 Stunden schaffen wir es auch wirklich in einem Rutsch dahin. Ja gut, bei Warschau wäre es ja sowieso so gewesen, dass wir in Polen auch viele Mautstellen hätten. Das wäre auch schon wieder ein bisschen problematischer geworden. Also allein, weil man dadurch halt wahrscheinlich über 2 Meter schlafen müssen. Das ist dann doch, glaube ich, gar nicht mehr verkehrt, dass ich einfach den zweitbesten Auto genommen habe. Auch wenn ich vorher gesagt habe, ich nehme immer den besten, aber. Vielleicht bei den letzten 2 Fahrten. Die dürfen das letzte Mal entfahren sein, zumindest in ETS2. Das ist über, ja, nee, never mind. Also sowohl in ETS2 als auch in ATS sind das letzte Mal entfahren, die dann wahrscheinlich mit mehr Zeit mit längerer Strecke sind. Echt von einem Dörfchen ins nächste, hoch auf 70, runter auf 50, hoch auf 70, runter auf 50. Aber schön, durch die vielen kleinen Orte durchzufahren. Das ist halt auch Europa. Und wieder hoch auf 80. Mal schauen, für wie lange. Das läuft jetzt aber länger, weil danach kommt ja die Abfahrt. Also nicht jetzt direkt, aber zeitlange später kommt ja die Abfahrt und dann geht es auch schon gen Dingens. In Ungarn und dann durch Ungarn durch in die Slowakei. Kilometer sogar noch. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Renault einfach deutlich härter lenkt, aber es kommt mir vielleicht auch nur so vor, aber es wirkt einfach so. Also so im Vergleich zum DAF jetzt.
interessant, dieser Abschnitt, der so komplett abgezäunt ist. Gut, teilweise sinnvoll wegen vielen Überführungen. Aber es wirkt ja gerade zumindest kurz, als ob es ein bisschen länger gedingst war. Ein bisschen länger überzäunt war. Und da haben wir schon unsere Ausfahrt. Gut, es gibt eh keine andere für uns. Das ist interessant. Ich wollte gerade kurz sagen, es wirkt immer noch so irgendwie gerade so ein bisschen leer hier, aber. Und dann Ausfahrt rechts. Das ist ja das, immer noch das neue Gebiet. Aber gut. Kann ja nicht immer voll sein, ne? Ich hab unter 40 oder so, ne? Nimm die Ausfahrt rechts. Ja. Wobei es eigentlich auch noch 60 sind, aber die KI einfach so langsam fährt. Wie spät haben wir es eigentlich? 16 Uhr? Machen wir das Licht doch mal vernünftig an. Ganz an. Haben wir leider kein automatisches Licht, glaube ich, drin. Oder? Probieren wir es einfach mal. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das Problem hatten wir, dass es nicht funktioniert hier. Demnächst rechts ab. LKW ist rechts lang, okay. Dann wollen wir mal beschleunigen. Jetzt sind wir erstmal hoch auf 80, danach noch kurz auf 90. Und wieder unter 50 tanken muss ich hier, glaube ich, nicht. Nee, gut. Ich bin die ganze Zeit im Dashboard, im Info vom Dashboard. Wo raus steht, wie viel ich tank, wie lange der Tank noch hält, meine Güte. Nee, ich muss nicht tanken. Weil der Tank ja schon fast bei der Hälfte sogar nur ist. Aber hält dann noch so gut noch relativ lang. Und wieder hoch auf 80 Kilometer schon mal. Da sind wir auch schon gleich bei der Grenze nach Ungarn. Ich habe mich schon gefragt, warum wir noch die 80 haben. Ich habe gedacht, wahrscheinlich geht es gleich runter, aber. Es kam Lex und dann kam doch was. Weiter mit 70. Okay, jetzt. Schöne Kurvenlage hier. Schöne Schlangenlinien. Die aber gewollt sind. Auf eine Bahnlinie? Ich glaube ja, oder? Ja. Sieht nach einer Bahnlinie aus. Ich glaube, könnte sein, dass wir jetzt ein paar mehr Bahnlinien hätten haben. Vielleicht, eventuell. Mal sehen. Ich weiß es nicht. Das könnte jetzt ja schon. Na, ich würde sagen, das ist glaube ich das Dörfchen vor der Grenzstadt.
Aber schon deutlich ländlich hier. Deswegen ist es auch so schön mit den Dörfern, durch die man durchfährt, oder? Da war einfach das Landleben in der Natur. Mit der Natur ein Haus gebaut. Die nächste Stadt. Immerhin konnten wir mal auf 80 beschleunigen. Bevor es wieder runter geht auf 50. Dafür ist der Retarder vom Renault deutlich besser als der vom DAF. Zumindest vom DAF XD. Mir ist einfach mal so gerade aufgefallen. Gut, die letzten Fahrten war doch gefühlt immer nur Regen, aber ich glaube auch bei den Trockenfahrten hat es deutlich länger gebraucht zum Bremsen. Über ein Sch. Ja, okay. Einen Damm haben wir in Wasserkraftwerk. Da mit der Overflow Protection. Das wird. Ja, ich wollte gerade sagen, es wird noch gebaut, aber nee. Steht schon. Das steht schon. Deswegen war es auch so befestigt da, damit wenn da mal große Wassermengen ans Ufer schwappen, dass nicht noch mehr Sediment wahrscheinlich mitgezogen wird. Okay, die 80er zu fahren. Rechts abbiegen. So Blödsinn. Dann wollen wir jetzt mal hier rum. Biege nach rechts ab. Und wieder hoch auf 80. Biegen wir aber glaube ich nochmal ab, also eigentlich lohnt sich gar nicht auf 80 zu hoch zu beschleunigen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Und da haben wir schon das erste Mal übergangen. Ich habe das Gefühl gehabt, im Gefühl in Erinnerung gehabt, dass es zumindest im Going East Bereich, also im Going East DLC Bereich, dass es da sehr, also dass es doch schon vermehrt mehr Bahnübergänge gab. Und da sind wir dann jetzt ja gleich. Biege nach rechts ab. Und da sind wir bei der Grenze. Bleiben wir bei der 50. Wobei, steuern einfach weiter hoch. Runterbremsen können wir immer noch. Runtergebremst werden vom Retarder.
Nicht jetzt. Oh, stimmt, nochmal wiegen. Da war ja was. Fahren wir hier lang. Wir müssen ja nicht tanken. Hier entlang. Und dann durch die Waage. Grenzkontrolle. Ich wollte gerade fragen, ob es länger oder sonst. Kam mir zumindest gerade bekannt vor. Weiter mit 20 rüber. Rollen wir mal langsam rüber, wie wir es auch sollen eigentlich. Gesamtgewicht von 30 Tonnen. Und dann können wir weiterfahren. Hier entlang. Ne, da entlang. Wollen wir nicht unnötigen Umweg fahren? Und nochmal die Papiere zeigen und dann haben wir noch 300 Kilometer. Die Bremsen sind echt besser, habe ich das Gefühl. In die Slowakei. Nach Kursisch. Auch Slowakei, ne? Ich meine ja. Wenn nicht, dann das, was richtig ist. Aber einfach nach Kursisch, ne? Moment, hab. Ich glaube, ich war das, der das, ja, ich hab's angemacht. Also ich habe das Licht angemacht, eigenständig. Es ist nicht automatisch angegangen. Weil ich mir ganz sicher nicht getraut habe und weil ich mich erinnert habe, dass es in der Vergangenheit beim Renault nicht funktioniert, aber dafür beim DAF XD. Immer geradeaus. Schön, wie die Sonne wieder untergeht. Immer geradeaus. Immer wieder ein Hingucker wert. Aber nicht zu viel, sonst. Sonst baut man noch Umfälle. Man merkt, wir sind im alten Gebiet. Würde ich behaupten. Das ist doch schon mehr so die alte Road Texture, wenn ich mich recht entsinne. Es ist auch deutlich schmaler jetzt hier, ne? Also vom Feeling her aus, zumindest im Truck. Demnächst rechts abbiegen. Geht's erstmal Richtung Debrecen.
nach rechts ab. Auf in den Sonnenuntergang. Schon den Kühen auf der Weide. Noch frieren sie nicht. Bald kann das ganz anders aussehen. Und weiter mit 70 über die Landstraßen. Dafür fanden wir von nur Landstraße, kann das sein? Zumindest nach Delbritschein fahren wir nur Landstraße, dann fahren wir über die E79, über die E71, ich weiß nicht, über die M35, die M30, jetzt M, dann zu H17, whatever. Und wir, dann sind wir auch schon im College beim alten Zeltplan. Weiterhin mit 70. Haben wir einen Zellplan. Trailer. Nee, never mind, das war ein Cheat. Oh. Ja, schon bremsen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich. Nee, ich glaube, es war sogar gar nicht hier, aber es. Fühlt sich nur wie hier an, dass ich hier auch irgendwie in Multiplayer unterwegs war. Demnächst rechts abbiegen. Oh, schon abbiegen. Biege nach rechts ab. Bisschen spät, aber okay. Ja, ein bisschen spät war es bei mir heute auch ein paar Mal. Aber es lag auch im Dauerregen. Da hat man erstmal, hat man fast nur das Wasser weggebremst. Oh, wir sind zu schnell. Es kommt davon, wenn man nicht direkt ein Tempomat wieder einstellt. Immer geradeaus. Geradeaus. Dann sind wir schon bei den Ausläufern. Na wo? Ja gut. Fast bei den Ausläufern von. Debelchen. Oh. Entschuldigung. Hab ich vergessen. Haben wir sonst nie an. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Und ab Richtung. Ja, mit dem Budapest. Ausfahrt rechts. Es war so klar. Dass genau dann irgendwo Trikant aus dem Kopf scheife ist. Und wieder auf 80. Dann muss ich dann gleich erstmal, wenn ich fertig bin, zum einen die Videos schon bearbeiten und dann will ich erstmal ordentlich strecken hier. Damit ich vielleicht ein bisschen mehr die Anspannung wieder rausbekomme aus der linken Schulter.
Oder das mittlerweile mehr beim Nacken ist. Zum Glück nicht mal nur Schulter und Nacken, sondern auch Nacken. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Aber natürlich doch. Immer geradeaus. Es hat ja schon was aus mit der Vorbeifahrt mit dem Paint Shop. Also irgendwie, ich finde es schon nice, so mit den Paint Shops, die quasi sowohl für Truck als auch für Trailer sind, so in Kombination halt. Ist halt schade, dass es halt nicht bei jedem Event gibt, ne? Wie beispielsweise, ich glaube beim Kansas Event gab es ja jetzt, glaube ich, nicht. Zumindest stand da nur Truck Paint Job und nicht irgendwie Paint Job oder Truck und Trailer Paint Job. Also irgendwie klar, wir haben jetzt durch die ganzen, durch DLCs oder so hat man jetzt auch wieder mehr Paint Jobs und so, aber. Es ist doch deutlich nicer, wenn man quasi ein Event mitfährt und so und dann nicht nur einen Truck Paint Shop bekommt, sondern auch einen Trailer Paint Shop. Aber gut, das ist glaube ich wieder ein bisschen mehr Arbeit, ne? Lange nicht mehr in den alten Gebieten gewesen. Hundert Kilometer noch. Ab nach Corsice. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Kein Blitzer. Der wohnt auch 60. Und dann haben wir noch 92 Kilometer laut Schild. Kurz mit Schild. Ein Auffahrunfall. Wie möchte ich bedienen? Wie zuvor. Und dann haben wir gleich so die erste Fahrt mit dem neuen Paint Shop und ja, allgemein mit dem bzw. mit den neuen Paint Jobs absolviert. Mal schauen, ob wir dann auch von Corsica aus wieder was hinbekommen Richtung Balkan bzw. Westbalkan. Ja, echt schon, also ich, ja, es wird schon nice werden mit dem Weihnachts-Event. Ich hoffe, das klappt mal alles, so wie ich es mir vorgenommen habe, mit aufzunehmen. In den Aufnahmen. Das war das aber nur Freitag und Samstag. Belastend. I mean, es ist machbar. Ich meine für den 24. und den 25. was aufnehme.
Am 26. muss ich dann wieder arbeiten, das heißt am 25. kann ich dann wieder für den 26. was aufnehmen. Schauen wir mal, wie das wird. Ich befürchte ja, dass es irgendwie eng werden könnte, aber okay. Schauen wir mal, ich glaube, das dürfte jetzt wieder Grenze sein oder kurz davor, bald. Okay, na meint. Dauert noch ein bisschen. Aber es war ja zumindest so die alten Grenzübergänge. Wir sind schon da und das ist ja auch der perfekte Zeitraum, wobei Grenzübertritt und da sind wir da. Der perfekte Zeitpunkt, ja, wir sind ja gerade müde. Besser hätte man das Ganze nicht einteilen können und planen können, obwohl es ungeplant war. Aber das haut ja, passt ja wie die Faust aufs Auge. Und kurz vorher sogar nochmal hoch auf. 90. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wow. Das ging schnell. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Und weiter geht's. Wir schaffen uns noch vor dem Bus. Sind wir schon bei Cellplan angelangt. Dann haue ich mich gleich da bei der Werkstatt aufs Ohr. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Auch wenn ich nichts reparieren muss und so weiter, aber... Biege nach rechts ab. Wir sind heile angekommen. Das stimmt. Aber jetzt auch richtig. Ja, fast perfekt. Laden wir mal ab. Ausgezeichnet Ketchup von Targu Mureș nach Corsica geliefert. Gefahrenstrecke 590 Kilometer. Oder weniger. 46 Minuten hat das Ganze gedauert. 229 Liter Verbrauch, das war der 174. erledigte ETS 2 World of Trucks Auftrag. Es gab 17.000 dafür und fast 800 Erfahrungspunkte. Wie gesagt, da fahren wir eben kurz zur Werkstatt.
wir müssen uns nicht reparieren. Wir fahren auf dem zum Hotel. Sehr viele rote Ampeln hier. Die den Deck für grün werden. Haben wir noch eine Werkstatt. Und direkt hinter die Garage. Ach, die Garage wäre schon. Ich meinte die Garage und nicht die Werkstatt, sondern wir haben eine Garage hier und hier haben wir das Hotel. Könnte lustig werden, hier rauszukommen. Parken wir ganz am Ende mit Sammelschwäger. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.